Hammer, oder? Ich liebe das Lied einfach. Es ist sehr alt, ja. Es gibt schon ewig, es ist eine neuere Version im Minecraft-Design, für die Minecraft kennen. Ich finde es geil. Ich habe ein bisschen gedacht, kann ich das wirklich bringen? Aber es ist einfach gute Laune und es ist, da steckt Rise and Shine and give God the Glory drin. Ja, also es ist mega, also es ist schon Evangelium in sich. Ja. Und es hat natürlich auch was mit unserem Thema zu tun, weil Noah kommt ja vor. Ja. Und das kommt halt auch ein bisschen rüber. Wir sind, es gibt natürlich auch noch eine tiefenpsychologische Sache, das werdet ihr merken. Also in Zukunft dann, wenn wir dann irgendwie auf der Bühne irgendwie Arki Arki sagen, dann habt ihr viel Erwartung an Gott. Das ist eigentlich das Ziel dahinter. Ja, das ist, oh ja, genau, weil der Ohrwurm wird sich festsetzen. Ja, kann ich schon mal versprechen. Läuft schon, gut. Also bei mir ist es eigentlich beständig. Ja. Und es geht weiter, genau, mit Glaube. Wir haben ja das Glaube auch, letztes Mal haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Da kommt er. Glaube der Berge versetzt. Ja, wir haben ein bisschen unterschieden. Wir haben gesagt, okay, es gibt den rettenden Glauben, wirklich der Glaube an Jesus Christus, dieser Glaube, der uns initial rettet. Wenn wir wirklich an Jesus glauben, dann sind wir gerettet, dann haben wir das ewige Leben, ja, weil Jesus hat alles für uns getan am Kreuz, er ist auferstanden, ja, und wir sind mit ihm unterwegs. Das ist unsere Baseline und es wird in Ewigkeit immer so bleiben, ja, und damit sind wir safe. Das ist mega. Drüber hinaus lesen wir, wenn wir durch die Bibel gehen, immer wieder von einem Glauben, der zum Beispiel Berge versetzt, ein übernatürlicher Glaube, also ein Glaube, der wirklich, ja, wenn der da ist, dann geschieht Übernatürliches. Ja, dann werden Menschen geheilt, dann werden Menschen frei von bösen Geistern, dann geschehen ganze Wunder. Und es ist total spannend, da waren wir auf der Entdeckungsreise letztes Mal, zu schauen, wie funktioniert das Ganze, weil es ist ein bisschen tricky, ein bisschen mysteriös. Und wir haben gelernt, okay, eine wichtige Sache ist, Gott hat diesen Glauben, der Glaube kommt von Gott, ja, die Bibel sagt aus der Glaube Gottes und er will uns gebrauchen, dass wir diesen Glauben freisetzen. Das heißt, die gute Nachricht ist, wir können was tun und der Rest fügt Gott zu. Ja. Und wir haben gesagt, okay, dieser Glaube, was können wir tun? Wir können viel erwarten. Ja, da hatten wir die Markus 11 Story, wo Jesus wirklich sagt, alles ist uns möglich, alles, was wir erwarten, dass wir es empfangen und nicht zweifeln, das wird uns zuteil werden. Ja, ganz klar, alles ist möglich. Schon mal krasse Zusage. Aber es steht auch nicht zweifeln. Ja, und wir konnten sehen, es hat viel mit Erwartung zu tun. Und diese Erwartung, haben wir gesehen, die zeigt sich auch in unserer Sprache, wie wir sprechen. Wir können eben sagen, ich kann, in Sprüche 18 steht ja, dass unsere Zunge wie das Ruder unseres Lebensschiffes ist, dass wir mit unserer Sprache über Gedeih und Verderb, hört sich ein bisschen martialisch an, darüber wirklich entscheiden können, wie wir sprechen. Und das geht genau in dieses rein. Wir sehen, Gott wirkt viel durch Sprache. Er sagt, es werde Licht und es war Licht. Ja, und Jesus spricht auch immer. Ja, und dieses Sprechen ist elementar wichtig. Das zweite war das Handeln, da haben wir die Story von Petrus gehabt, der auf Jesus Kommando, also Jesus ist ja übers Wasser gelaufen, Petrus ist im Boot, er steigt aus, er geht diesen Schritt des Glaubens, ja, aufs Wasser und ganz wichtig, er läuft ein paar Schritte, ja, der Teil wird oft irgendwie weggelassen, weil er geht dann auch unter, weil der Glaube weg ist, ja. Es war auch sehr spannend zu sehen, okay, solange sein Glaube da ist, läuft er übernatürlich auf dem Wasser und als der Glaube weg ist, geht er unter, wird von Jesus gerettet, ist also absolut sicher. Ja, und diese zwei Dinge, das hat uns bewegt. Das waren quasi hier diese zwei Bestandteile. Und ihr seht ja schon, ja, da gibt es irgendwann wahrscheinlich heute noch einen Kreis. Ja, der wird auch noch voll, so viel kann ich schon mal versprechen. Und heute wollen wir noch mal näher reinschauen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was ist denn, wenn der Glaube nicht so stark ist? Ja, ich kann ja auch gut sprechen, ich kann ja auch wirklich auch Schritte gehen und irgendwie passiert nichts. Ja, und da wollen wir halt eben heute drauf eingehen und das ist so das bisschen Glaube kleiner als ein Senfkorn. Ihr habt heute, da waren schon ein paar Titel unterwegs heute, größer, kleiner, also ist natürlich klar, wenn der Glaube kleiner als ein Senfkorn ist, dann passiert nichts. Wenn er größer als ein Senfkorn ist, passiert was, so hat es Jesus gesagt. Ja. Und da wollen wir heute mal ein bisschen einsteigen, was können wir tun, wie können wir dem begegnen, was müssen wir darüber wissen, was bedeutet es, wenn auch mal nichts passiert. Jetzt natürlich die Frage an euch, wollt ihr dieses Mysterium lüften heute? Seid ihr dabei? Ja. Jawohl, gut. Dann geht es heute weiter mit natürlich noch mehr Mystery. Meine Erwartung war heute, dass ich unfallfrei die Treppe hochkomme. Geschafft, super.
Letztes Mal bin ich ein bisschen gestolpert, aber nur ein bisschen, ist nichts passiert, alles gut. Wir steigen direkt ein, natürlich, in die Bibel. Ja, ich sage es jedes Mal, da könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir alles, was hier passiert, soll basiert auf der Bibel sein. Die Bibel ist unsere, wie man heutzutage sagt, Single Source of Truth. Da kommt unsere Wahrheit her. Die Bibel ist eine Sammlung überlieferter Schriften, geht bis in die Zeitzeugen von Jesus zurück. Ja. Also es ist ganz krass, ich empfehle immer, möglichst viel in der Bibel zu lesen. Das ist auf jeden Fall gut und sorgt auch für Glaube, ja, sage ich schon mal. Die erste Geschichte, die wir machen, ist tatsächlich eine krasse Geschichte und da steckt viel drin. Ja, da müsst ihr jetzt, es wird ein bisschen deep, ist okay? Ja, also ein bisschen, aber jetzt wirklich, ja. Da steckt unheimlich viel drin, das ist die Heilung des besessenen Knaben. Ich erzähle die Geschichte ein bisschen, ja, ihr seht ja den Vers hinten dran. Da geht es quasi darum, der Kontext ist, Jesus ist mit seinen Jüngern, drei seiner Jünger auf einem Berg. Ja, die haben sich ein bisschen zurückgezogen und die anderen Jünger sind unten am Berg geblieben. Jesus ist mit seinen Jüngern oben am Berg gewesen, dann hatten sie eine Erscheinung, er wurde ganz weiß und Petrus wollte eine Hütte bauen und so. Ja, das klammern wir mal kurz aus. Dann kommen sie wieder runter und was finden sie vor? Viel Volk. Ihr könnt euch vorstellen, Jesus war da schon bekannt auch und seine Jünger waren auch bekannt und da waren immer viele Menschen außenrum. Ja, die haben gesagt, was machen die? Manche Leute wurden ja auch geheilt oder besser gesagt, viele Leute wurden geheilt. Da war eben immer viel los. Und ja, plötzlich kommt einer aus dieser Menge, es gibt Diskussionen, ja, da ist Bewegung. Es kommt einer aus der Menge raus und sagt, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen unreinen Geist, der macht schlimme Dinge mit ihm, ja, der packt ihn, reißt ihn zu Boden, er schäumt, knirscht mit den Zähnen, also eine ganz krasse Besessenheit. Ja. Und dann kommt, ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie vermochten es nicht. Ja. Jesus reagiert, sagen wir mal, ja, nicht sehr verständnisvoll. Ja. Er sagt, du ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ja. Also das ist schon eine sehr krasse Äußerung. Ja. Und jetzt, was ist hier passiert? Wir sehen, ungläubiges Geschlecht, anscheinend hat Glaube gefehlt. Ja. Und wichtig ist hier zu sagen, wir wissen nicht genau, wer es war, wer hat Unglaube gehabt. War es der Vater, war es die Menge, waren es die Jünger, wissen wir nicht. Aber wir sehen, ungläubiges Geschlecht, da spricht er ein bisschen das Volk Israel an, weil es so ein Muster war, auch aus dem Alten Testament, dass immer wieder, obwohl Gott große Wunder tut, ein gewisser Unglaube eingekehrt ist. Und dieser Unglaube hindert hier das Wunder. Und das sehen wir auch an einer anderen Stelle, das steht in Markus 6, könnt ihr euch merken, habe ich jetzt nicht dabei. Das ist als Jesus in seiner Heimatstadt unterwegs ist, wo er predigt. Und wo er unterwegs ist und die Leute kennen ihn und sagen, oh, mit dem Jesus, mit dem habe ich doch schon gesandelt früher, ja und so, da ist halt er unterwegs. Und da steht am Ende, Jesus geht da wieder raus, dann steht am Ende, er konnte keine großen Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Also wenn man Jesus Wunder tun kann, steht, er hat ein paar geheilt, ja, aber keine großen Wunder, dann müssen wir uns schon mit dem Thema beschäftigen. Unglaube ist eine ernste Angelegenheit, ja. Und das eben auch wieder, das hängt natürlich wieder mit der Erwartung zusammen. Ja. Anscheinend gab es hier Probleme auch mit der Erwartung. Irgendwas war hier im Argen. Und das können wir uns für uns mitnehmen, genauso wie unser Glaube wirklich zu übernatürlichen Dingen führen kann, so kann der Unglaube anscheinend auch Dinge verhindern. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Downer, ja, aber ist halt so. Aber wir können ja was tun. Ja. Weiter geht's mit der Heilungsstory. Auch krass, ja, geht dann weiter. Natürlich sagt Jesus dann, ja, okay, bring den Bub zu mir, ich klär's. Ja. Und dann, der Geist reagiert sofort, ja, er zerrt und der Junge fällt zu Boden, es geht richtig ab. Und er fragt den Vater, wie lange er es schon hat, das hilft uns zu sehen, es handelt sich um einen wirklich krassen Fall. Ja, anscheinend ist dieser Sohn schon seit seiner Kindheit wirklich mit diesem Geist irgendwie besessen, ja, und hat diese Themen. Und dann sagt der Vater, und das finde ich also wirklich, ist wirklich so, genau, jedoch, wenn du etwas vermagst, so hilf uns und hab Mitleid mit uns. Ja, also das ist für mich jetzt nicht so der Ausspruch eines krassen, einer Erwartung. Ja. Wenn du etwas vermagst, dann hilf uns. Ich meine, man kann den Vater vielleicht verstehen, der hat bestimmt schon vieles probiert. Ja, also klar, Jesus reagiert wieder etwas, ja, forsch.
Er sagt, was soll das heißen, wenn du vermagst? Ja, was soll das heißen? Ist das deine Erwartungshaltung? Und dann kommt was Krasses. Es kommt ein Wort Gottes, ein Wort der Autorität. Es kommt, ich stelle mir das wirklich so vor, dass Jesus es so gesagt hat, dass er sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Das ist die Wahrheit. Alles ist möglich dem, der glaubt. Ein kurzer Satz, volle Power. Und plötzlich geschieht etwas. Sogleich schrie der Vater. Er schrie, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja. Manche Ausleger sagen, dieses Schreien, das kommt immer dann vor, wenn der Heilige Geist am Wirken ist. Also durch das Hören des Wort Jesus ist irgendwas in ihm passiert. Da ist jetzt plötzlich eine Erwartung da. Und er erkennt, er bittet jetzt nicht mehr nur für seinen Sohn, er bittet auch für sich, weil er ein Glaubensproblem hat, weil er ein Erwartungsproblem hat. Und er sagt eben, hilf meinem Unglauben. Und natürlich wissen wir, wie es ausgeht. Ja, das Wunder geschieht. Zunächst fährt der Geist aus, der Junge liegt kurz da, Jesus hilft ihm hoch. Irgendjemand sagt wieder, er ist gestorben, das kommt öfter vor, ja, aber stimmt natürlich nicht. Jesus ergriff seine Hand und richtete ihn auf, er stand auf. Also ganz krass, ja, also wir sehen hier wirklich, hier sind ganz viele Dinge drin. Ja. Und ich habe wieder das Sprechen gekennzeichnet mit diesem Megafon da oben. Ja. Ihr seht, auch hier ist wieder das Aussprechen dabei, ganz wichtig. Aber er hört das Wort und er spricht, ich glaube, ja. Das kommt zusammen. Wir sehen das übrigens auch bei Petrus. Jesus sagt, komm, steig aus dem Boot. Jesus geht. Ja, da kommt die Handlung dann auch aus dem Wort. Das Wunder geschieht. Gut, dann kommt natürlich noch die Nachbesprechung, ja, weil ist ja nicht alles jetzt so einfach. Ja. Die Jünger fragen natürlich, also irgendwann ziehen sie sich zurück und die Jünger fragen, hey, Meister, was ist hier eigentlich, was haben wir denn falsch gemacht, ja? Und in einer Stelle steht, in der Matthäus-Stelle, die parallel dazu ist, steht eben diese, wenn ihr Glaube hättet wie ein Senfkorn, könntet ihr Berge versetzen. Ja, das sage ich noch dazu. Aber hier gibt er noch einen Hinweis in der Markus-Stelle. Er sagt, diese Art lässt sich nicht anders austreiben als durch Gebet und in vielen Übersetzungen auch durch Gebet allein. Manche fügen noch Fasten hinzu. Ich habe das Fasten weggelassen, weil das Fasten wurde wohl nachträglich zugefügt zur Originalhandschrift tatsächlich von der alten Kirche. Aber Fasten schadet nicht. Ja, Fasten ist gut. Ja. Und hier sagt Jesus aber diesen Tipp, okay, durch Gebet allein. Das macht uns jetzt natürlich nicht so richtig viel einfacher. Aber wir sehen was wir die ganze Zeit gar nicht so auf dem Schirm hatten. Was ist eigentlich mit Gebet? Ja, und er sagt hier, er weist hier aufs Gebet hin, weil klar, Gebet ist unser Zeichen des Vertrauens, unser Glaube an Gott. Ja? Solange wir beten, im Gebet bleiben, vertrauen wir auf Gott. Das können wir mit unserem Gebet sagen. Daher ist Gebet absolut ein Prinzip des Glaubens. Ganz wichtig. Ja? Und hier auch, man kann es eben, weil der Gebet allein steht, ist dieses beständig Beten. Ja? Ich gebe nicht auf. Und jetzt fügen wir hier hinzu, ja, wirklich dieses beständig Beten ist ganz wichtig, dass wir eben damit unseren Glauben zeigen. Und auch wenn das Wunder noch nicht kommt, müssen wir im Gebet bleiben. Weil es ist im Prinzip immer der gleiche Nenner, ja. Diese Erwartung, was ich immer mit Erwartung sage, ist ja auch Glaube und es ist Vertrauen in Gott. Am Ende geht es um Vertrauen. Vertraue ich wirklich, dass Gott in meinem Leben Wunder tut, ja, dann bleibe ich dabei, dann bleibe ich am Ball und dann bete ich beständig weiter. Weil ich habe letztes Mal auch nochmal drüber nachgedacht und da kamen auch noch Eindrücke und ich fand es krass, also es geht ja oft um die Sache, ja. Wir dürfen uns ja nicht so auf die Sache fokussieren, ja. Natürlich, wenn eine Heilung erwünscht ist, will man eine Heilung. Aber wie gesagt, am Ende geht es dem Vater zu vertrauen. Ja, das ist das Zentrale. Er wird es richten. Und alles, was ich hier tue, dass ich spreche, handle, damit zeige ich ja nur, dass ich ihm ganz vertraue. Dass ich wirklich sage, Gott, du wirst in meinem Leben dieses Wunder geschehen lassen. Und wir lesen ja auch, am Ende werden uns alle Dinge zum Besten dienen. Ja? Das ist eine Verheißung, das wissen wir. Unser Gott wird uns immer dadurch führen. Und wir bleiben beständig im Gebet. Puh, das heißt.
Ja, die Stelle ist super krass, da könnte man noch ein bisschen mehr reinschauen, aber könnt ihr noch machen. Ja. Ich empfehle es wirklich, es ist Wahnsinn, wie viel, ich habe es auch in der Vorbereitung gemerkt, ich beschäftige mich schon so lange damit irgendwie und da kommt immer noch so viel, es ist so genial zu sehen, wie Gott wirklich wirkt und wie er uns gebraucht und ja, also mega. So, was ist das? Das ist unsere nächste Geschichte, hier durch die KI mal wieder illustriert. Ja. Wir sind ja auch, also wir sind ja im Puls der Zeit. Man sieht auch an dem Dachaufbau übrigens, dass es KI-generiert ist, für die, die es Detailblick sehen. Klar, die Story kennen viele von euch. Das ist jetzt die, ich finde sie witzig. Ja. Man stellt sich vor, Jesus ist wieder unterwegs. Ja. Er ist im Dorf irgendwo unterwegs oder in der Stadt. Und er hat natürlich, es waren super viele Leute außenrum. Ja. Und er war in einem Haus und es war so voll, man konnte nicht mehr rein. Und ich stelle mir vor, hier wäre Jesus irgendwie in Lingene direkt, ja, so leiblich. Und er wird halt irgendwie so bei mir zu Hause sitzen. Ja, gut, ist mit dem Dach, ja gut. er wird bei mir zu Hause sitzen und du kommst nicht rein. Ja. Du hast eigentlich ein Thema und willst Heilung, kommst aber nicht rein, das ist doch blöd. Ja. Da gibt es hier ein paar Freunde, die haben wirklich eine gute Lösung gefunden, nämlich sie reißen das Dach auf und lassen ihren gelähmten Freund an einer Bahre herunter. Ja. Ist schon witzig, ja. Also das ist auf jeden Fall außergewöhnlich und Jesus findet das sehr cool. Also er sagt jetzt nicht, hey, ihr habt das Dach kaputt gemacht, so geht's gar nicht, ja. Also man muss auch noch sauber bleiben. Nein, er ist begeistert, denn er sagt, das lesen wir dann im Bibeltext, hier im Vers 5, Markus 2, und als Jesus ihren Glauben sieht. Ja, das ist nur ein kleiner Nebensatz, da kommt ja noch was, der hat mich brutal bewegt. Als Jesus ihren Glauben sieht. Ja? Also wir wissen nichts über den Gelähmten, ob der gerade sprechen kann oder nicht, ob seine Idee war. Aber Jesus sagt, als er ihren Glauben sieht. Das heißt, dieser Glaube der Freunde, die sich gesagt haben, wenn wir unseren Freund nur in die Nähe von Jesus bringen, irgendwie, und wenn wir das Dach aufreißen müssen, dann wird er geheilt werden. Das ist doch krass. Ja, und vielleicht konnte, ich weiß nicht, ja, wir kennen über die Lähmung da nichts, aber vielleicht konnte der das gar nicht, vielleicht konnte er das nicht glauben, vielleicht konnte er auch gar nicht sprechen, ja, vielleicht war das alles gar nicht möglich. Aber dann gab es andere, die konnten das für ihn. Und das ist eine sehr ermutigende Sache. Und es ist eine Sache, wenn dein Glaube zu klein ist, dann such dir Leute, die glauben. Ja. Und wir haben hier auch, es gibt aber wirklich Möglichkeiten, wir haben ein Gebetsteam und ich sage dir, das sind Leute mit Glauben. Ja, die werden es vielleicht von sich selber nicht einfach so sagen, aber ich weiß es. Ja. Und da kannst du hingehen, für dich glauben lassen. Such dir Freunde, die wirklich sagen, ich glaube das für dich mit. Ich bete für dich mit. Ich bete für dein Wunder mit und ich bleibe dabei, beständig. Ja. Ich bin dabei, ich mache mit. Und wir haben hier, das will ich auch noch sagen, wir haben hier Gebetskärtchen. Ja. Da kann man das draufschreiben, sein Gebet. Wenn man gar niemanden findet, der glaubt, dann kann man dieses Kärtchen ausfüllen, hier vorne in eine Box werfen, das könnt ihr auch später noch machen. Und dann beten Leute, wo ich auch sage, die haben viel Glauben, für Durchbruch. Ja. Weil wir glauben das, ja, wir glauben, dass dieses beständig beten und dieses in Gemeinschaft beten wirklich eine Wirkung hat. Da schließt sich der Kreis, der Kringel ist fertig. Ja. Ich möchte mal ganz klar sagen, das ist ja keine vollständige Liste. Ja. Wenn ihr forscht, wenn ihr nachschaut, werdet ihr noch ganz viele Dinge finden. Und zentral bleibt eben diese Erwartung. Ja. Und wir sehen ja wirklich, wir haben letztes Mal schon Sprache und Handeln gehabt. Beständig beten und gemeinsam glauben ist, glaube ich, klar. Ich will noch, weil es auch da auch den Wunsch gab, was dazu sagen. Ja, wie sieht denn das genau aus, wenn ich spreche? Ja. Also ich mache das so, ich sage dann wirklich morgens, heute gehe ich zur Arbeit und dort wird mir alles gelingen, weil Jesus mir die Power gibt. Ja? Ich bin oft an Sachen dabei, da fehlt mir was, da brauche ich übernatürliche Hilfe, dann bete ich das aus einfach. Das wäre ganz praktisch. Ja? Oder ich sage wirklich, wenn ich für eine Heilung bete, klar, ich bleibe beständig im Gebet, ja, bis die Heilung passiert. Vorher höre ich nicht auf. Und diese Erwartung zu haben, das ist wirklich was wir in unserem Alltag uns wirklich, wir müssen ein bisschen trainieren, ja. Dass wir eben nicht morgens aufstehen und sagen, ich habe jetzt heute irgendwie gar keine Erwartung einfach, dann werde ich auch nicht enttäuscht.
Ja, das ist natürlich auch ist ein Lifestyle, ist ja auch verständlich, ja, kein Thema. Aber das ist nicht da, wo wir hinwollen, sondern wir wollen Gottes Wirken übernatürlich in unserem Leben sehen. Ja. Und diese Dinge hier sind nur, sag ich mal, ein Ausdruck unserer Erwartung, wo wir selber was dran machen können, was ja absolut eine Hoffnung ist. Ich komme dann zum Schluss, dann kann die Band schon mal hochkommen. Ja, ihr habt es am Beispiel gesehen, jetzt komme ich nochmal auf den Noah zurück. Ja, ganz klar, der Noah hat ein Boot gebaut auf Land, weil es Gott gesagt hat. Ja, das ist die einfachste Form von Gottvertrauen, ist es zu tun, hier handeln, ja, was er sagt. Und am Ende war es gut für ihn. Ja. Er konnte es nicht so richtig mit den anderen teilen, weil die waren alle unter Wasser. Ja. Aber er hat das mitgetragen. Er hat Gott vertraut und gegen Anfechtung und gegen manche Kommentare diese Arche gebaut. Und ich will das wirklich auch in dich heute hineinsprechen, dass ihr wirklich treu da drin bleibt. Ja, ich weiß, ich stehe hier oben und dann hört sich das immer so an. Ja, gut, der erzählt es halt so locker hier, handeln. Ich arbeite auch dran. Und es gibt Tage oder Zeiten, wo ich für was bete und da passiert nichts und ich liege auf dem Boden und ich sage, Gott, warum passiert das nicht? Ja, warum passiert nichts? Aber es ist egal, weil ich glaube. Ja. Und ich sage mir dann immer genau diesen Satz. Und ich habe mir einen Satz gesagt, der prägt mich. Ja. Wir wissen, dass unsere Umstände anders aussehen. Ja, wir blenden das nicht aus. Ja. Wir machen jetzt nicht, nee, alles ist super gut und mir geht es noch toll. Da. Wir ignorieren nicht unsere Umstände, aber wir trotzen ihnen. Ja, wir sagen, es gibt Probleme, es gibt Themen, aber ich bleibe im Gebet. Ich spreche auch so, Gott wird mich heilen. Gott wird mir Freiheit geben. Gott wird mich hören. Ja, und ich werde es verstehen. Er ist unser Hirte, ja. Wir wissen von vielen Fällen, dass wir manchmal durch Täler gehen müssen. Aber wir wissen auch, dass Gott uns aus jedem Tal herausführen wird. Psalm 23, ja, er ist unser Hirte, unser guter Hirte. Und am Ende wird uns alles zum Besten dienen. Das sind Verheißungen. Und ich möchte auch wirklich vor diesem Umkehrschluss nochmal warnen. Oft kommen dann zurück, hey, wenn da irgendein Wunder passiert, dann ist bei mir was falsch. Ja, weil ich habe gesagt, Unglaube ist ein Thema. Aber wir können das tun im Rahmen unserer Möglichkeiten, was wir können. Ja? Wir können beständig beten. Wir können uns Leute suchen, die für uns beten. Wir können positiv sprechen, ja, und nicht negativ. Und wir können, wenn wir merken, dass Jesus einen Schritt von uns tun will und wenn es bei dir im Herz heute arbeitet, dann können wir auch Schritte tun, Schritte im Glauben. Das können wir tun. Und wenn wir das alles machen, ja, irgendwann wird was passieren. Und da müssen wir dranbleiben. Und ich hatte auch nochmal den Eindruck in der Vorbereitung, dass du vielleicht sagst, ich bin noch gar nicht an dem Punkt, das ist noch ein ganz anderes Level. Bin ich überhaupt angenommen von Gott oder liebt er mich? Steht mir das überhaupt zu? Und ich will dir das wirklich nochmal zusprechen, dass durch Jesu Blut bist du geliebtes Kind Gottes. Dann bist du Erbe Gottes, Teilhaber der Verheißungen, so steht es geschrieben. Es steht dir zu, jetzt und heute zu glauben, viel von Gott zu erwarten. Er liebt dich so sehr und ich weiß nicht, welche Erfahrungen du mit Vätern oder sonst wie gemacht hast. Ja, das habe ich auch als Eindruck gehabt. Gott hat mehr Liebe für uns als alle Väter dieser Welt zusammen. Und er wird dich das erfahren lassen. Und er will, dass es dir gut geht. Er will, dass du wirklich gute Wirkungen hast. Und er will in deinem Leben eingreifen, will Großes tun. Und er will Großes durch dich tun. Das Einzige, was wir tun dürfen, ist, ihm zu vertrauen. Und wenn wir das tun, wenn wir ihm wirklich alles zutrauen, ja, dann passieren hier Dinge, das könnt ihr euch noch gar nicht vorstellen. Dann ist uns auch alles möglich. Nichts wird uns im Weg stehen, sondern alles wird uns möglich sein. Und wir werden jetzt gleich Lobpreis haben. Ja. Und ich lege euch das wirklich hin, dass ihr wirklich da sagt, okay, ich will das jetzt tun. Wir erwarten viel. Wir wollen wirklich eine Gemeinde sein, wo viel von Gott erwartet wird. Weil wenn wir sehen, Jesus sah ihren Glauben, wir können gemeinsam glauben, ja. Was glaubt ihr, was das für unsere Gemeinde bedeutet? Es wird krasse Dinge freisetzen. Und wir alle zusammen als Glieder dieser Gemeinde können unseren Teil tun und viel von Gott erwarten.
Amen. Und ich will jetzt noch mal eines machen, wirklich das auch nutzen und mit euch gemeinsam beten, wirklich ein Gemeindegebet. Eine Fürbitte für die Menschen um uns herum, nicht nur diesen Ort, auch die anderen Orte. Ja, wir haben ja Menschen aus vielen Orten und wir wollen wirklich Gott gemeinsam bitten, voll Erwartung, dass er Großes tut. Und ihr könnt gerne aufstehen, um dieses zu zeigen, dass wir wirklich gemeinsam einstehen für das, was Gott uns gesagt hat, ja, dass er Großes tun will. Und wenn du sagst, wenn du zwischendrin, wenn dir was einfällt und schreist Amen und Halleluja, ist alles erlaubt, ja. Ich will wirklich, dass wir ganz große Erwartungen an seinen Gott haben, dass wir viel Glauben aufbauen. Allmächtiger Gott, ich danke dir so sehr für diese Gemeinde. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir, dass wir durch deine Gnade befreit sein dürfen, durch die Gnade, mit der dein Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hast, dessen Blut vergossen wurde für uns. Und ich danke dir, dass wir als Kinder Gottes hier stehen dürfen, vor deinem Thron. Und wir wollen dir vertrauen, weil du bist mehr als würdig, dass wir dir vertrauen. Und wir trauen dir viel zu. Und im Namen Jesu bitte ich einfach um Freiheit, dass hier Freiheit einkehrt, dass du Freiheit schenkst in den Menschen, die hier sind, in den Menschen um uns herum, dass Geister jeglicher Art ausfahren müssen, dass Depressionen geheilt werden. Herr, ich bitte im Namen Jesu, dass Krankheiten geheilt werden, dass die Menschen hier reinkommen und wirklich einfach Heilung erfahren. Wir erfahren das schon und wir wollen noch mehr davon, Herr, weil du kannst alles, wir trauen dir viel zu. Ich bitte dich, dass du Ängste vertreibst, dass hier keine Angst ist, sondern Freude. Ich bitte dich um Erweckung in unserer ganzen Gegend, dass du uns gebrauchst und dass die Menschen dein Wort hören, dass die Menschen von dir erfüllt werden. Ich bitte dich um Liebe und Frieden hier und ich bitte dich auch um Frieden, wo Krieg ist. Wir beten schon lange für die Ukraine und wir wollen da auch beständig bleiben. Und im Namen Jesu bitte ich wirklich um Frieden, dass Friede einkehrt in allen Krisenherden, auch in Nahost, dass du den Weg gibst, dass du bei den Menschen bist und dass du die Menschen erfüllst mit deiner Kraft, Herr. Ich danke dir, dass du in unserem Leben wirken willst. Und über euch spreche ich aus, dass Gott bei euch wirkt, dass ihr viel erwarten dürft und er viel gibt. Ich danke dir, Herr, im Namen Jesu. Amen.